Hallo und willkommen zurück zu Skyrim und den Abenteuer von Talos und Serana, die sich ja zurzeit noch immer irgendwie ein bisschen hier in die Hosen macht und nicht herkommt. Und ja, dann machen wir mal 004 00274. Okay. 2B74. Ja. Doppel 0 und dann. Oder ist die ID falsch rum? Also die ersten zwei Stellen, die ich da mit 04 angegeben habe, weisen auf. Weisen auf die, also das, die ersten zwei Stellen bei diesem Code sind die Position im Lademenü von den Mods. Ich weiß nicht, ich habe jetzt extra gerade nachgeguckt. Dawnguard ist auf Position 4, also müsste das 04 sein. Das ist zwar Hexercode, aber. Null vier ist ja dasselbe 04 wie in also es ist in Hex ist in Dezimal dasselbe wie in Hexa. Wo ist sie denn? Hallo? Wo ist sie? Sag bloß irgendwie. Hä? Moment. Na, das ist. Oh. Aber ich hab sie doch nicht weggeschickt, oder? Nö, da ist sie doch. Ist ja sonderbar. Nein. Ich will die Markierung entfernen. Ach, fick dich doch. Ah, Labyrinthion, wo waren das? Ich vergesse das immer. Hä? Ach da. Wieso ist sie da gerade nicht gekommen, als ich auf sie gewartet habe? Ist ja eigenartig. Ja, Form-IDs, Hexnummern. Ja, und 4 in Dezimal ist doch 4 in Hexa. Verstehe ich nicht. Also kann ich jetzt gerade nicht so ganz nachvollziehen, warum das da nicht. Ja, whatever. So, wo waren wir jetzt? Sind wir da hingegangen? Ne, wir waren hier, glaube ich, ne? Ja. So. Ist alles in Ordnung mit dir? Okay, so. Endlich, jetzt hier. Schalidor. Schalidor! Wow, so. Also hier gibt es auch noch eine Menge. Was heißt eine Menge? Hier gibt es auch noch ein paar Sachen zu entdecken. Also man kann hier, hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob da hinten oder da oben, also da hinten. Es sind noch Kisten versteckt. Also die sollte man sich eventuell auch holen. So, für dieses Rätsel, braucht man als nicht. Also als Nicht-Caster-Klasse Mir kann. wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Unterbrich mich Jetzt doch weiß ich auch nicht. warum. Wenn man keine Caster-Klasse ist, dann kann man sich hier alle vier Stäbe nehmen, damit man hier die Rätsel dieses Labyrinths lösen kann. Aber. Ach, wir nehmen auch alle mit.
So, also es ist dafür da, wenn man keine Magier ist und die Spells nicht kann, die man hier braucht, da dieses Labyrinth auf Magie aufbaut. Also man muss an bestimmten Stellen, muss man bestimmte Zauber wirken, um das Ganze zu regeln. Und eigentlich sollte hier irgendwo... ist ja sonderbar. Hier hätte eigentlich auch irgendwo eine Notiz oder ein Buch liegen müssen, die darauf hinweist, wie man... Oh, wie man dieses Rätsel, wie man dieses Labyrinth... quasi schafft. Also man. Ja, und Ich gut. mache mir nichts aus der Sonne, weil die wäre jetzt besser als dies hier. An und für sich ist es ja auch kein Labyrinth, sondern eher ein Test oder so. Und zwar muss man hier einmal durch das Labyrinth durch. Das ist geradlinig, also man kann sich hier nicht verlaufen. Und dann muss man wieder rein. Oh. Interessant. Kann man nicht looten. Ja. Wer ist da? Mr. Skeever. Was haben wir hier? Holzkohle, uninteressant. Schwusch. Oh. Your soul is mine. Auch wenn es eine geringe Seele ist. Oder eine armselige. Eher gesagt. Ja. Schalidor. Der größte Magier, der je existiert. Menschenmagier. Oder Nordmagier, der je existiert hat. Du. Also wie man sieht, ist das nicht sehr schwierig, dieses Labyrinth. Aber einige Leute scheinen ja hier gestorben zu sein. Die haben sich nicht an die Anweisung gehalten. Und zwar ist die Anweisung, man soll hier drin nicht beschwören. Man wird beschworen. Ja, und das heißt also, Beschwörungszauber ist die einzige Schule der Magie, die man hier drin nicht benutzen darf. Müsste vielleicht auch irgendwo noch ein Skillbuch rumliegen. Wir werden uns, wenn wir das hier alles geklärt haben, das Ganze auch mal von oben anschauen. Boop. So, hier wollen sie einen Zerstörungszauber. Mana-Ring, damit wir denn den Rüstungszauber noch casten können. Irgendwie ist der Mana-Ring schon wieder langsam. Was ist denn da schon wieder los? Haben wir uns irgendwas eingefangen? Nö. Ist ja sonderbar. Sonderbar.com. So, hier ist der andere Weg hier runter. Man muss quasi beide machen. So, dann muss man hier rausgehen. Da war jetzt zwar, wir haben ja da drüben gesehen, das Teil mit Beschwörung. Und wenn man den Hinweis, also diesen Buch oder das Zettel, dieses Buch oder den Zettel gefunden hätte, wo die Hinweise für das Labyrinth draufstehen, da hätte dann halt drin gestanden, beschwöre nicht und so weiter, hast du nicht gesehen. Ja, und das muss man halt machen, um.
dieses Labyrinth abzuschließen. Also man muss sich auch daran halten. Ansonsten kann man das Labyrinth nicht abschließen. Ja. Nur was ich merkwürdig finde, eigentlich hätte da ein Buch irgendwo liegen müssen oder eine Notiz. Sonderbar. Sonderbar. Hallo? Unbehagen? Furcht. Oh. Wir haben die letzten vom Wirbelwind-Sprint gar nicht, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen mal wieder einen Drachen töten. Bei Gelegenheit. Aber warum? Ich verstehe nicht, warum wir die Notiz nicht gefunden haben. Ja, ist auch egal. So, das ist Illusion, glaube ich, ne? Ich glaube, man braucht dafür Standard-Skills. Ach ne, wir müssen sehr auf das Zeichen zaubern. Irr, ein Illusionszauber, den man besänftigen? Ah! Hört ihr das? Bye. Da wollte er sich gerade die Nase kratzen, ja. Ich finde schön, dass Irana zu doof ist, uns zu folgen. Nein! Und sie muss doch nur geradeaus gehen dabei. Feuerball überlebt. Ganz schön widerstandsfähig, du. Das sag ich dir. Jesus Christ. We are pleading. So, dann haben wir noch ein Skillbüch. Beschwörung verbessert. Ein Dynamo-Kern, very nice. Nix. So. Heilung anderer. Das hört sich interessant an. Nothing. Nothing at all. So, jetzt sollten wir eigentlich bald da sein, in aller Bälde.
Restoration Spell. Probieren wir mal gleich mal den neuen. Schutzzauber? Heilende Hände? Warte mal, wir haben noch einen Stab der Heilung, glaube ich, bestimmt dabei, oder? Aber das kann doch nicht Stab der Furcht, ne. Tatsache. Haha. So, hier sollte man sich jetzt regenerieren. So, dann speichern wir die Suppe auch noch ab. Zack. Trial of Conjuration. Whoa, 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 whoa. Whoa. Ja, schön, 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 dass du hilfst, Serana. Ja, das war ja denn doch recht antiklimaktisch. Ja, also ich hatte das eigentlich schwerer in Erinnerung, als ich das letzte Mal... Oh, der hat einen anderen Namen. Normalerweise heißt er irgendwas mit V, aber kann ja sein, dass hier zu unterschiedliche... Das Wirken aller Zauber verbraucht weniger Magicka, aber wie viel weniger? Ach, das ist der Gelernten ist ein rare Item. Nice. Ja, und damit hätten wir Chalidors Labyrinth geklärt. Du mal mit deinen Haustieren. What? Ich glaube, meine Armbrust ist kaputt. Ich muss sie mal reparieren oder so. So, dann werden wir jetzt noch fix... die restlichen Truhen looten? Moment, ne. Wir werden erstmal uns hier noch umgucken. Loot und so. Ah, jetzt sehen wir auch das Maze von oben. Da ist der eine Eingang und da ist der andere Eingang. Also hier sind wir auch hergekommen. Sind dann da so rumgegangen und dann das Ganze nochmal von der anderen Seite nochmal. Und halt durch, dadurch wird das dann halt aktiviert, das Portal. Beziehungsweise man wird ja beschworen im Endeffekt, wenn man da in die Blubberblase reingeht. Chalidors Maze. Und das respawnt auch, also das kann man immer wieder machen. 10 bis 30 Tage waren das, glaube ich. Also quasi Standardzeit. Also es sind entweder 10 oder 30 Tage. Es ist zufällig. Das ist Randume. So, jetzt noch hier aufpassen. Kommt man hier runterfallen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr. Fup, fup, fup. Oh, hello.
Kann ich dich hier... Das normale Eisenschild. Okay. Aber den Ebenerzkolben, den hätten wir gerne. Ja, und das sollte ja eigentlich soweit alles an Loot gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier noch mehr war, aber es kann durchaus sein, dass ich hier noch was übersehen habe, was ihr wahrscheinlich kennt oder so. Fuck, ich häng fest. Oh, so, wir speichern mal kurz ab und dann testen wir mal. Eigentlich habe ich keinen Bock, hier den Fallschaden zu testen. Okay, so geht's auch. So geht's auch. Wirbelwind, Sprint. Ich wollte nämlich hier nochmal hintergucken. Hm, sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Schade. Schade indeed. Yeah. Da müssten wir uns bei Gelegenheit jetzt auch noch einen Drachen schnappen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier vom Wirbelwind-Sprint die dritte Stufe, dass die nicht aktiv ist. Obwohl, bei Vultnar, das sind zwei Wörter. Ja. Hm. Das hätte ich eigentlich hören müssen. Ha. Curious. Aber ich verstehe immer noch nicht, wieso hier die Notizen nicht hier sind. Die sollten eigentlich ein Buch oder ein Zettel oder irgendwas... Hm. Hm. Wo ist Serana schon wieder? Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns noch auf der Suche nach einem Drachen? Hm. Der Sturmatronarch. Ach, Sturmatronarchen haben Salz der Leere. Ah, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Okay. Einen Drachen. Einen Tridra-Drachen. Ach, wo die sich schon wieder verkrochen hat, ey. Ja, hier waren wir. Ist denn irgendwo auf der Karte hier irgendwo? Da ist ein Drachenhort. Da können wir hin. Und uns den Drachen krallen. Kommen wir hier irgendwo? Ja gut, ich könnte hier wieder klettern zum Drachen hin. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Da Serana sich ja eh irgendwohin verpisst hat. Wo wir ihr nicht, wo sie uns scheinbar nicht folgen will oder so. Die Berge sind hier so gemein zu mir. Die wollen sich nicht besteigen lassen. Ho, ho, ho. Ja, natürlich guckt man hier nicht hoch. Blizzard, please! Oh? Okay. Das war doch ein bisschen extrem gerade. Okay. Oh, nee.
Schon. Yes, komm schon. Du kannst doch hier wohl gerade auslaufen. Ah, nee. Man könnte meinen, man könnte sich hier so mit der Hände in Schnee gefrorenen, eisgefrorenen Erde reinhauen und sich daran hochziehen, aber nein. Oh, nicht in den Spalt fallen. Oh, fuck. Ah, okay, passt. Ich finde sowas lustig. Was soll die doch eigentlich? Irgendwo? Ah, da war einer. Also, das sollte eigentlich reichen. Nee, nee, nicht. Doch. Come on, wir sind doch schon fast. Yep, 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 yep. Ja? Ja? So, warte mal, lass uns mal kurz speichern zwischendrin. Komm schon. Thales, du kannst es. Ich glaube an dich. Du bist auch eine Bergziege. Nicht nur Gnorki. Uff. Okay. Oh nein, 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 nein. Oh fuck. Ach. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen, da den Weg einfach hochzulaufen. Aber wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Fuck. Nein! Ach scheiße, jetzt können wir auch lang gehen. Oh. Drachensiele auf Abwegen, ja. Auf Umwegen, so. Nicht abwegen. Gut, das Ganze ist ganz abwegig, wie wir das machen, aber. Ja. So. Können wir schon mal Drachenrennt? Wo ist er? Können wir fix noch unseren Zauber. Ach, das war ja auch Quatsch. Jetzt sind doch hier die Dings wieder weg. Ui! Oh nee, ne? Das ist doch wohl Asi, oder was? Ah, wir treffen ihn. So, zerführen! Hallo! Oh, das ist aber schön, dass du mich hier aufwärmst. Finde ich nett von dir. Ihr müsst jetzt da. Oh, 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 Bruchlandung, Achtung! Oh, oh, oh. Hello! Goodbye! Ruhe in Frieden, mein Bruder. Oder Schwester. Drachen sind ja ungeschlechtlich. So!
Lernen wir auch gleich noch ein Wort. Frostatem. Nice. Nice. Aber wir machen jetzt erstmal hier unseren Wirbelwind-Sprint zu Ende lernen. Wo ist er? Yep. Jetzt haben wir da endlich einen Vollpower. Ich verpiesel mich. Schrei. So, Boss-Chest. Bosschest.com. Ist da Erz? Tatsache. Wow. Was ist denn hier los? Das ist ja nichts. Ist hier noch eine zweite Kiste, oder was? Das kann's doch nicht gewesen sein. Das war doch nichts. Na gut, das war auch bloß ein normaler Drache. Das war kein Frost, oder hast du nicht gesehen, Drache? Da kann das schon sein, dass der Loot da so deprimierend ist. Oh. Schade. Really schade. Ja, Serana kraxelt irgendwo rum, wo sie nichts zu suchen hat. Was machen wir jetzt noch? Wir könnten eigentlich noch ein paar Minuten hier rumeiern. Blu-ray Rip. Chinesisch und Englisch, ne. No thanks. No thanks. Was kann man denn hier Schönes finden? Mondstein. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Da kommen wir gar nicht rum. Zukra. Da haben wir auch erst zwei Wörter von. Vorsicht. Was haben wir hier? Da muss ich aber auch schon gewesen sein, oder? Speichern. Oh, hallo, Mr. Fox. Pass auf, hier waren, glaube ich, Wildtiere in der Nähe. Wieso komme ich hier nicht hoch? Immer schön backpedalen. Ach, das ist der Schrein von Malakai? Oder? Ne, Degan? Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. wie schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Korund, ne. GTFO. Hello! Goodbye. Oh nee. Ja, und so hat man einen schlechten Tag in Skyrim. Man campt ein bisschen in der Gegend rum und wird von einem merkwürdigen Magier hinterrücks erschossen. Verbrutzelt. Oh nee. Das war komisch, dass sie nicht... Ach so, weil wir noch unseren Sneak-Spell aktiv haben, haben sie mich nicht gehört. Und deswegen konnte ich die so überfallen. Den Stein hatten wir schon aktiviert, das hatte ich gesehen. Wandern wir mal hier noch ein bisschen durch die Gegend, ne? Haben wir noch Zeit. Wir haben ja Labyrinth ja auch relativ schnell geregelt. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass wir bei dem Boss noch einmal sterben, aber... Aber es hat nicht sollen sein, glücklicherweise. das sieht nach einem Ausgang für eine Zwergenruine da hinten aus. Da. In die Richtung. Achso, wir haben noch nicht genug Magicka, um unsichtbar mit zwei Händen zu casten. Die Frage ist, ob wir das jemals haben werden. So, was haben wir hier?
Wir scheinen ja schon mal hier gewesen zu sein, aber... Trüphöhle? War das hier mit Serana? Ach so, ja, genau. Ach so, dann weiß ich auch, was das für eine Hütte ist. Ja, genau, die Halle der Wachsamkeit, da wo die Wächter von Stender ihre Basis hatten. Die von Vampiren niedergeslaughtert worden. Und hier haben wir irgendwo noch wieder eine Dwemer-Ruine, die ich noch gar nicht auf meiner Karte habe. Oh. Da werden wir uns... Oh, ja, ja, da. Und das müssen wir uns holen. Die Dwemer-Ruine da. Das ist ja unser Dingens. Da. Ne? Ihr wisst schon. Oh. Ach, das ist ja Quatsch, ein Feuerelementar mit Feuer anzugreifen. So. Das sieht mir nach Banditen aus. Bye bye! So, sollte. Ah, ja, das hat sich ausbanditiert hier. Highwayman. Drache. Dance in the Fire, Redekunst. 47, schön. Da brauchen wir jetzt nur noch 3 Stufen, bis wir endlich Dings skillen können. Beschwörer Novize. Ne, er hat keine Verzauberung. Beschwörer Lehrling. Okay. Oh, das war wahrscheinlich Mann und Frau. Oh. Wie tragisch. Mensch, wo ist der Drache? Ich höre ihn doch. Troll? Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass es Eis- und Schneetrolle gibt. Ich habe gedacht, es gibt nur bloß eins von beiden. Okay. So, also es ist hier ein Ausgang. Aber ein Ausgang von was? Warte mal, hier ist auch noch was. Ah, und das ist auch ein Drache. Oh, was haben wir denn hier? Münchner. Oh. WTF. Hier war ich noch nicht. Oh. Ja, das... Oh, hello. Habt ihr etwas gehört? Nein, habt ihr nicht. Was sagt unser Gewicht? Nee, wir müssen nächste Folge erstmal wieder leer räumen und dann können wir eigentlich das hier auch, denke ich mal, noch angehen. Lass uns mal dann noch fix zu den Hünden, zu der Hütte von den Leuten da von Stender gehen. Gehen? Meine Fresse. Do you sprechen Deutsch? Do you? Nope. Okay. Oh, Mini-Theatre, aber die haben auch wieder mit Dingens. Das ist ja auch doof. Da werden die Files wieder so groß. Wen haben wir denn da noch? Die kenne ich ja noch gar nicht. Was ist mit denen? Was haben wir hier? Frosthauchkrypta. Hello? Hello? No one? Hier hat jemand alles stehen und liegen lassen. Und nicht mal gelootet hier. Die könnten wir auch irgendwann mal noch erkunden. Aber ich glaube, die gab es gar nicht. Ja, ich glaube, mit ihr kann man da rein sogar. Wie heißt sie? Schwarzdorn? Isa Schwarzdorn? Ist sie von... Die muss ja mit den anderen Schwarzdorns... Moment. Google! Skrym? Wo war jetzt die Hütte? Da, okay. Isa... Blackthorn.
ist ein Nordbandit. Wenn man die Sindermine... Achso, sie war ein Jahr in der Sindermine, wo wir auch noch hin können. Freiwillig oder unfreiwillig. oh, hier ist was. Hier kann man was für Hardfire abbauen. Granit. So, und nachdem sie da in der Sinha-Mine war, ist sie der White River Gang gejoint. Und diese Banditen sind in der White River Watch. Winter, weil er hat aber gut auf Treasure Hunters, ne, Mortar, Kürzburn, Frostmer Crypt. Okay. Oh. Aha. Oh, okay, das ist, also sie ist da in eine Banditen-Sache verstrickt. Also sie ist Banditin selbst und da hat ein Bandit die anderen betrogen und keiner glaubt dem anderen und hast du nicht gesehen. Da werden wir vielleicht auch früher oder später auch nochmal draufstoßen. Wächter von Ständer, Gold. Wie viel haben wir noch? Ah, ein bisschen können wir noch mitnehmen. Ein bisschen platsch ich noch. Ethereum Wars, ja, das haben wir schon abgeschlossen. Blasphemous Reverence. Da war noch ein Trank. Ja, alles mitnehmen hier. So. Ja, was legt ihr euch auch mit Vampiren so an? Also, ihr hättet das vielleicht auch ein bisschen anders angehen sollen. Jetzt sind ja eigentlich nur noch die übrig, die so an anderen Orten Patrouille machen oder sag schnell diejenigen, die da noch außerhalb irgendwo in Türmen eine Basis haben, worauf wir ja auch schon getroffen sind. Stände, Gold, Physics of the Werewolves. Physik oder war das für eine Physik? Haben wir den gelootet? Nein? Wo Serana schon wieder bleiben, das ist mir schleierhaft. Okay, gut. Und dann könnten wir eigentlich... Oh. Hier gibt es auch für irgendwas eine Mission, aber frag mich nicht was. Wir werden das mal jetzt aber aufdecken und dann werden wir uns nach Weißlauf begeben. Ist das ein Bandit oder ein Stormcloak? Das sieht aus wie ein Stormcloak, ne? Ja, es ist ein Stormcloak. Oh, nope. Dunstadt, ja, die... Oh. Die muss man freikämpfen. Oder kann man freikämpfen, wenn ich mich recht erinnere. So, okay, dann werden wir mal nach Weißlauf. Ich glaube zwar nicht, dass wir was zum Entzaubern dabei haben, aber... Elisa will be found by... being attacked by a fellow bandits outside the Frostmare Crypt. Nö, wahnsinnig. You may assist her, but you will be able to acquire her related quest regardless of your actions. If she survives the encounter at the crypt, she will follow the road and end up in the Moonshire Inn in Morthor. Healing her along the way will take an act of aggression and cause her to attack. Aha. Oh, sie hat eine gelevelte Kriegsaxt bis maximal Elfenqualität und ein geleveltes Schild bis zur Stahlqualität. Hat eine Heiltränke und wieder ein Wanderer und ein Lockpick und ein bisschen Gold, okay. Natürlich haben wir keine Verzauberung. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So. Ach, man sollte auch drauf gucken, wie teuer die sind, ne? Oh, das passt genau. So. Heimlich Feuer. Ah, naja. Was hast du denn für Roben? Meisterrobe der Zerstörung. 22,150. Die haben, glaube ich, an, ne? 22,150?
Ja. Entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ach, die haben doch alle keine Ahnung. Also die Quest ist The Pale Lady und das wird wahrscheinlich die blasse Frau, die blasse Dame heißen. Maybe? Wieso ist hier eigentlich schon wieder so viel offen? Das ist doch alles doof. So, Oh, halt. Was für eine Magie. Ich habe zwar nichts gemacht, aber okay. I'm not visible. I'm the opposite of visible. I'm invisible. Isolde. Kaito, okay. Hacken wir das mal rein. Sekunde, geht sofort weiter. Kaito mit O. Ja, mit O, okay. Kaito. Wupp. Holla. Ich würde euch sogar einen. Werft einen Blick darauf. Yep. Yep. Du würdest so viel. Oh, wir haben Drachenknochen, stimmt ja, die können wir auch verkaufen. Bam, bam, bam. Bam. Und schon hat er kein Gold mehr. Ach, fuck. Bitte kommt. Was haben die? 720p. Aber wieso hat der 720p 0? Ach, fuck off. Hola. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Achso, woher weißt du das, was ich brauche? Obwohl, die können wir zerlegen in Barren. Und gut, so viel Gold hat sie eh nicht. Das werden wir ins Museum packen. Aber leider hat sie nicht genug Gold. Da müssen wir mal rein. Oder warte mal, wir können ja erstmal noch die Sachen zerlegen. Wow. Na gut, wenigstens kriegen wir da zwei Barren raus. Mondsteinerz. Kerzenhalter. Hier draußen ist es so hell. Goldene Diamanthalskette. Ja, wir gehen ja schon rein. Erstmal hier rein, wir müssen hier noch was verkaufen. War Maidens! Ah, die Folge wird schon ganz schön lang, Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ist durchaus möglich. Ich suche Gold. Klingen, Helme, ziemlich alles, was ihr braucht. Pfeile, die können wir auch weghauen. Stahlbolzen, Pfeile. Eigentlich. Ach, weg damit. Ja, scheiß drauf. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja. Aha! Das sind zwei 720, weil das ist nämlich nochmal. 720-10-Bit. So, was haben wir denn jetzt da? Wir haben jetzt noch 200, also müssen wir noch ordentlich was droppen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal vergessen, die Alchi-Sachen zu droppen, ne? Das kann gut sein. Stäbe. Ständer. Gelehrten, das wollen wir... abgeben. Den nehmen wir mit, den Silberring für Wasseratmung, falls man den mal spontan braucht. Skyma. Stärke. Magicka behalten wir. Kleine Heilung kann weg. So. Futter. Hundefleisch. Oh, ja, da ist doch einiges an Alchemie.
Aha. Okay, Immortal Blood. Das ist über Vampire, natürlich. Und Blasphemous Renovance. Das könnte Dedra sein. Hallo? Da war gerade keine Reaktion irgendwie. Ich weiß nicht, was das manchmal ist, wenn das Interface da nicht reagiert. Na gut, das kann ja an Sky UI liegen. Amethyst, eine ganze Drachenschuppe, Granatstein, Pelz, makelloser Diamant, Mondstein, Painting. Das ist auch gut, dass wir dort gefunden haben. Können wir das auch wieder dort im Museum anbringen? So, Wolfpelz, Dynamo, Barren. So, dann droppen wir hier noch wieder ein paar Karten. Und Seelensteine brauchen wir eigentlich alles gar nicht mitnehmen. Wobei, Moment, wir müssen mal unsere Armbrust wieder aufladen. Die war schon ein bisschen angeschlagen. Betten. So. Weg. Okay, das sieht doch gut aus. 96, das ist ein gutes Gewicht. Wenn wir die Sachen hier noch alle raustroppen, dann gehen wir noch weiter runter. Also. Oh, warte mal, da war ein Trank der Heilung? Der erhöht doch bloß Heilungseffekte, oder? War ewige Heilung, okay, passt. Hab nichts gesagt. Oh, 78. Mensch, da haben wir ordentlich was abgeworfen. Hast du eigentlich noch was? Nun gut, dann lass mal sehen, was ihr da habt. Oh ja, einiges. Oh nein, nicht alles. Serana wollen wir. Obwohl, das kannst du behalten. Das kann, Einmal Drachenschuppe. Einmal drachenschuppe.com. So, okay. Wäre das geklärt? I'm so sorry. So. Dann werden wir mal an dieser Stelle die Folge beenden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.